steht der Federation Champion Titel auf dem Spiel. Der Champion Bret Hart tritt gegen den frühen Champ Bob Backlund an. Ganz herzlich zu den Superstars der World Wrestling Federation. Und wir, beziehungsweise diese Sendung ist nicht mit Diesel-Power angetrieben, sondern mit Super-Treibstoff. Das werden Sie heute noch sehen. Sie haben es gesehen, Bob Backlund wird Bret Hart herausfordern. Aber das ist noch lange nicht alles. Wir haben noch jede Menge für Sie auf Lager. Diesel wird als Erster antreten. Sein Gegner, Dave Thornburg, hier sehen wir ihn. Und Shawn Michaels ist natürlich wie immer dabei. Das Licht geht wieder an. Die Dieselverklänge verstummen. Ganz langsam nimmt er jetzt die Sonnenbrille ab. Lässt sich Zeit. Hat er auch. Dave Thornburg steht im Eck, wartet erstmal ab. Das ist vielleicht auch geschickter. Der Diesel wird wahrscheinlich schon an sein Match beim SummerSlam denken gegen Razor Ramon. Razor Ramon, ein Mann, der Diesel durchaus besiegen kann, der an Entschlossenheit diesem Mann hier in nichts nachsteht. Ja, und bei der SummerSlam 94 Tour, SummerFest 94 Tour, wir sind natürlich schon beim SummerSlam, da besiegte Razor diesen Mann hier, Diesel, durch Disqualifikation, weil Shawn Michaels in höchster Not für Diesel eingriff. Ja, das ist die Gefahr natürlich bei den beiden, dass das auch bei SummerSlam passieren könnte, dass Shawn Michaels, wenn es brenzlig wird, eingreift. Dann riskieren sie natürlich eine Disqualifikation. Da ist ja Shawn Michaels sehr erfahren darin. Verlieren zwar das Match, aber behalten den Titel, den hier auch Dave Thornburg gerne erringen würde. Ja, das auf jeden Fall, aber er hat wohl keine Chance. Es wäre vielleicht auch da ein Stahlkäfig angebracht, um Shawn Michaels draußen zu halten. Nun ja, da schauen wir doch mal, wie Diesel bei dieser Generalprobe, einer der mit Sicherheit noch vielen, die bis zum SummerSlam anstehen werden, sich aus der Affäre zieht, Zeit Suplex eben. Sie haben es gesehen, eine schöne Aktion, eine Kraftaktion, und die kann er natürlich. Da liegen seine Stärken im wahrsten Sinne des Wortes. Auch jetzt hier wieder mit seinen langen Beinen, die so beweglich sind. Drückt er auf Dave Thornburg, dann der Big Splash sitzt auch ganz genau. Ja, du hast gesehen, Shawn Michaels zog Dave Thornburg zuerst noch runter, aber dann hat er gemerkt, dass das gar nicht nötig ist. Bei Razor auf der Tournee, auf der letzten, war das ganz anders. Da zog er ihn runter, Razor konnte sich nicht wehren und Diesels Big Splash saß. So, das Bein ausgefahren, wie gesagt, sehr beweglich. Diesel bei seiner Größe, Shawn Michaels weiß, das Match ist gelaufen, kann sich ein bisschen mit den Kommentatoren vergnügen, auf seine Art natürlich. Ja, das ist ein überzeugender Sieg von Diesel. Ich meine, es ist kein allzu großer Gradmesser, das muss man mal klipp und klar sagen. Aber er wird doch auf härtere Gegner treffen, wahrscheinlich auch bis zum SummerSlam. Und wir kommen damit zu den Live-Event-News. So, High Five, sind abgeklatscht und jetzt ist dieses Match auch offiziell für Shawn Michaels beendet. Und wir haben Zeit, uns den Live-Event-News zuzuwenden. Und wieder einmal ist es Zeit, die nächste Tournee der World Wrestling Federation anzukündigen. Die Tickets sind schon so gut wie ausverkauft, deshalb beeilen Sie sich, wenn Sie die Heart Attack Tour sehen wollen. Mit einer unglaublichen Besetzung. Doch zuerst noch einmal die Daten im Überblick.
einige der Matches noch nicht kennen, hier sind sie noch einmal. Der Hitman Bret Hart tut sich mit Macho Man Randy Savage zusammen. Die beiden treffen auf den King of Hearts Owen Hart und seine Partner Jim The Anvil Neidhart. Der Undertaker ist wieder da. In einem Sargmatch trifft er auf Yokozuna. Und noch ein Hammer im Tag Team Match haben wir für Sie bereit. Razor Ramon und Lex Luger treffen auf den Intercontinental Champion Diesel und den Heartbreak Kid Shawn Michaels. Ladies and gentlemen, the following. So, und nun kommen wir zu einem der Höhepunkte der heutigen Sendung, ja sogar der heutigen Woche. Bob Backlund, der frühere Champion, einer der Rekord-Champions der World Wrestling Federation, wird versuchen, heute noch ein einziges Mal seinen, wie er sagt, Titel zurückzubekommen von Bret Hart. Er hat ja selbst gesagt, er wäre nicht damals, als er seinen Titel verloren hat, weder gepinnt worden, noch hätte er aufgegeben. Es war ein Abbruch seiner Meinung nach und er möchte noch ein einziges Mal diesen Titel in seinem Besitz haben. Aber die Aufgabe wird nicht leicht. Die Aufgabe wird nicht leicht, hast du gesagt. Also schwerer ist kaum vorstellbar. Bret Hart, so erfahren, inzwischen ja zweifacher Titelträger, ist nämlich der Mann, der herausgefordert wurde. Und der hat ja gesagt, er verteidigt seinen Titel gegen jeden. Und das hat sich Bob Backlund zunutze gemacht. Zweifacher Titelträger natürlich aller drei Champion-Titel, das muss man dazu sagen. Aber bevor es losgeht, haben wir noch einen kleinen Promospot für Sie. Alte Damen, oder sagen wir Damen betagten Alters, aufgepasst! I was coming home from the delicatessen when these three hoodlums started to follow me. They had their hats on backwards and their shirt tails were flying way out. I knew I was going to have trouble the moment I saw them. Suddenly one of them reached for my purse. Well, that turned my instinct on. And without thinking, I turned around and I gave him a clothesline that the IRS would have been proud of. And then I knocked the second one out with a patented Shawn Michaels drop kick. Then I put the other one in the sharpshooter until help arrived. It's a good thing I watch Monday Night Raw. It's a jungle out there. An old lady could get hurt. The new WWF generation. It's safe to walk the streets again. Unbelievable. Ja, da muss ich sagen, da hat sich die World Wrestling Federation wieder einiges einfallen lassen. Wie war das Motto am Schluss? Es ist wieder sicher, über die Straße zu gehen, wenn man die neue Generation der World Wrestling Federation betrachtet. Ja, Günther, ich glaube, man wird gar nicht auf die Straße gehen bei dieser Generation, sondern man wird vor dem Fernseher kleben und das ist noch immer das Sicherste. Da kann nichts passieren, da kann man alles verfolgen, aber irgendwann ist auch diese Sendung zu Ende. Dann hat man Zeit bis Mittwoch und da kann man vielleicht mal gerade bei diesem schönen Sommerwetter hinausgelockt werden auf die Straßen, aber
Wie man sich zu wehren weiß, das hat auch die alte Generation der Zuschauer uns gezeigt. Das darf man natürlich alles nicht so ernst nehmen. Es soll mehr der Unterhaltung und dem Spaß dienen. Und ich muss sagen, ich habe meinen Spaß bei diesen Promos auf jeden Fall. So, jetzt allerdings geht es los. Jetzt wird's ernst. Ja, Bret Hart und Bob Backlund haben schon angefangen, sich abzutasten. Und weil du sagst, Günther Bret Hart hat natürlich sehr viel Erfahrung. Nur man muss Bob Backlund zu billigen, dass er noch mehr Erfahrung besitzt als Bret Hart. Bret Hart ist allerdings natürlich, sagen wir mal, besser im Saft, wie man so schön sagt. Einfach, weil er ständig im Training ist. Obwohl, Bob Backlund, komme ich schon durcheinander. So schnell geht's hier auf einmal los. Hat natürlich sehr gut trainiert. Man sieht es auch an seinem Körperbau. Also er hat einiges abtrainiert an den Stellen, wo er zu viel hatte. Vor ein, zwei Jahren. Versucht gleich wieder ein Cover. Ja, du siehst auch deutlich, dass er hier seinen Ringer-Hintergrund spielen lässt. Und das hilft ihm natürlich gewaltig weiter, denn er ist wirklich ein hervorragender Ringer, auch Ringertrainer, kann das immer wieder benutzen. Ja, aber auch Bret weiß sich natürlich im Ringerlager zu behaupten. Zeigt das auch zu Beginn dieses Kampfes, dass er Bob Backlund hier nicht die Vorherrschaft lassen will. Ja, man muss sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was diese beiden Männer schon erreicht haben. Bob Backlund war immerhin fast 6 Jahre lang Champion und Bret Hart hat die Dreierkrone schon je zweimal besessen und die beiden verfügen über eine Routine. Also die beiden im Ring zusammen, da kann fast die komplette gesamte World Wrestling Federation nicht mehr mithalten. Ja, die beiden als Tag Team wäre vielleicht auch mal was. So, jetzt stehen sich aber einzeln gegenüber. Langsamer Beginn natürlich, sie tasten sich ab und dann auf einmal wird's schnell. Oh, du siehst, Bob Backlund versucht jede Chance zu nutzen, zu covern. Und er ist wirklich hervorragend vorbereitet. Also so verbissen und so gut habe ich ihn schon seit langem nicht mehr gesehen. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich denke, er weiß ganz genau, das ist seine letzte Chance, die er wohl bekommen wird auf den Titel. Er zählt ja zur alten Generation, wenn wir dabei bleiben wollen. Will den Titel, wenn überhaupt, noch einmal, wird ihn dann wohl relativ bald wieder verteidigen müssen und vielleicht auch verlieren und dann ist es genug. Ja, also ich muss auch sagen, dass die neue Generation der World Wrestling Federation natürlich sehr, sehr stark ist. Und ich nehme mal jetzt den jüngsten, das ist der 1-2-3-Kid, wenn man sich vorstellt, was der Junge im Ring schon bringt, das ist unglaublich. Und weil du sagst, Günther, Tag Team, natürlich diese beiden sehr, sehr fair, geben einander immer eine Chance mit Sicherheit. Sie würden sich ja ein gutes Tag Team abgeben, aber ich glaube nicht, dass die beiden das machen wollen. Bret Hart hat genug von der Hart Foundation und Bob Backlund war immer ein Einzelwrestler. Ja, war ja nur so eine Idee, weil die beiden wirklich gut zusammenpassen vom sportlichen Ehrgeiz, vom Können und vom Wissen. Du siehst auch hier, dass Bret Hart versucht, Bob Backlund zu zeigen, dass auch er Haltegriffe beherrscht, die eben typisch für das Ringen sind, um dann wieder aufs Wrestling umzusteigen. Also ich muss sagen, dass Bret Hart heute natürlich sicher gefordert ist gegen einen Mann, der einen ganz einzigartigen Wrestling-Stil hat, nämlich eben mit den vielen Ringerelementen. Ja, man hat es ja auch gesehen zu Beginn, da hat er noch seine Jacke an von seinem College mit der Aufschrift Coach. Du hast es erwähnt, er ist Trainer und da hat er natürlich permanent die Herausforderung, seinen Jungs was vorzumachen. Ja, und nicht nur das, sondern er ist ja ein relativ klein gewachsener Mann. Aber was ihn auszeichnet, ist seine ungeheure Kraft, die er halt eben durch sein kombiniertes Training natürlich sich antrainiert hat. Auch Bret Hart ist kein Riese, zumindest nicht von der Statur her. Aber er ist natürlich ein Riese im Ring, ganz klar. Und vor allem ein Riese in Technik und Schnelligkeit. Da liegen ganz klar die Vorteile von Bret Hart. Bob Backlund sicher der langsamere von beiden und nicht ganz so versierte. Aber hier zeigt er seine Stärke und das sind halt eben Würfe, speziell Würfe eben. Aber Bret Hart kommt auch da wieder raus. Das Match ist zwar relativ langsam, keine Frage, aber ich finde es recht interessant, weil hier zwei unterschiedliche Wrestling-Stile aufeinanderprallen. So, Knee Drops jetzt von Bret Hart. Treffen ganz genau. Dann überstreckt der Bob Backlund. Will ihn jetzt hier covern. Auch eine Ringeraktion. Ja, aber Bob geht in die Brücke. Das kennen wir auch aus dem Ringen. Also wir sehen heute einmal wirklich, wo das Wrestling seinen Ursprung hat. Es kommt nämlich aus dem Ringen und das wissen viele eigentlich nicht. Um die Jahrhundertwende gab es noch sehr, sehr viele Ringeraktionen im Wrestling. Heutzutage kaum noch. Naja, nicht nur die Zeiten werden moderner, auch das Wrestling. Aber Bret Hart setzt weiter nach. Einen kurzen Zwischenhoch von Bob Backlund, der seinerseits wieder sofort einen Coverversuch gestartet hat. Also er nützt wirklich jede Gelegenheit. Oh, das ist wirklich
ein psychologisches Gefecht, wie ich selten eins gesehen habe. Das heißt, diese Haltegriffe sind nicht wie sonst im Wrestling üblich zum Aufgeben gedacht, sondern verleiten den Gegner eigentlich nur dazu, über eine Strategie nachzudenken, aus diesem Griff herauszukommen, sprich den Gegner am besten in diesem Griff in eine Unterlage zu bringen. Genau wie es Bret Hart jetzt hier wieder vormacht. Da kommt er hoch, Bob Backlund, aber sofort setzt danach. Ja, wieder ein Haltegriff von Bret Hart. Er dominiert momentan, aber man weiß natürlich nicht, was Bob Backlund sich ausdenkt, was in seinem Kopf vorgeht, aber das werden wir wohl bald sehen. Ja, je langsamer das Match ist, umso besser eigentlich für Bob Backlund. Da kann er mithalten, da kann er seine Kraft ausspielen. Also Bret Hart sollte langsam mal Tempo machen. Ja, das ist eben genau der Punkt, das wollte ich gerade ansprechen. Bob Backlund braucht kein allzu hohes Tempo. Das ist für ihn Gift. Er braucht ein etwas langsames Match. Nur ein Reversal von Backlund. Aber Bret Hart springt über ihn, greift wieder zu. Ein Schlag, sofort der Elbow Drop. Ja, jetzt wird er ein bisschen schneller. Und da ein harter Schlag von Bob Backlund. Magazine der World Wrestling Federation. Diesmal im Monatsmagazin die Siege des Yokozuna, das Comeback des Roddy Piper und Alundra und Luna im Titelkampf. Und im Extra-Magazin Bret Hitman Hart mit Autogrammkarte und Riesenposter. Echt stark, jetzt am Kiosk. Der WWF, denn hier ist der offizielle Wrestling-Schülerkalender. Über 60 coole Actionfotos eurer Champions. Der ultimative Schülerkalender der WWF. Ruft sofort an. 09-426-850-3x3. Ja, beide jetzt schon gezeichnet von diesem Kampf, der wie gesagt relativ langsam verläuft, aber natürlich sehr, sehr anstrengend ist. Ja, wir haben diese Chance eben, diese Erholungsphase beider genutzt, um eine Werbepause einzulegen. Sie haben es gemerkt. Vielleicht haben Sie sich dann eben auch von der Spannung ein bisschen erholen können. Aber jetzt sind wir wieder mittendrin. Sie haben keine Sekunde verpasst. Wir haben an der Stelle gestoppt und sind dann auch wieder eingestiegen. Ja, wie Sie es gewohnt sind. Exklusiv in voller Länge. World Wrestling Federation bei RTL 2. So, die beiden wollen offensichtlich auch ein Päuschen einlegen. Aber das gibt's nicht im Wrestling. Ja, Bob Backlund scheint doch relativ gezeichnet zu sein, was mich wundert. Er wollte jetzt offenbar einen Piledriver ansetzen, so zumindest sah es aus. Aber Bret Hart kontert mit einem Backbody-Drop, also ab und zu siegt das Wrestling. Also eines der wenigen Matches, in denen wir mehr Ringen als Wrestling sehen. Ja, natürlich nicht bei diesem Body-Slam und Leg-Drop. Das sind eindeutige Wrestling-Manöver. Aber Bob Backlund wird uns wahrscheinlich gleich wieder eine Ringeraktion zeigen, wenn er dazu kommt. Ein Whip-In von Bret Hart zuerst und dann ein Abdominal Stretch. Beide kämpfen um die Oberhand und Bob Backlund schafft tatsächlich den Abdominal Stretch. Also eine tolle Aktion. Man hat genau gemerkt, jeder versuchte, die Oberhand zu gewinnen, den Oberarm über den Gegner zu bekommen. Und Bob Backlund hat es geschafft. Ja, der Erfahrenere hat da gesiegt, aber Bret Hart zeigt seine Erfahrung, weiß, wie man diesen Griff löst. Und jetzt sitzt seiner, aber Bob Backlund wirft ihn zu Boden. Schön gemacht, ein halber Fireman's Carry vielleicht. Ja, aber ein schöner Hip-Toss dann letztlich in der Ausführung. Und jetzt wieder eine Ringeraktion. Ganz deutlich sieht man es hier, aber wahrscheinlich hat Bob Backlund in letzter Zeit doch ein bisschen sehr viel Ringen trainiert und hat halt eben nicht gemerkt, dass der Ring schon zu Ende war. Beide stürzen aus dem Ring, aber nichts passiert. Es geht gleich weiter. Ja, beim Ringen gibt es ja nur die Matten, das wissen Sie sicher. Als Begrenzung, da gibt es dann verschiedene Zonen und da werden die Ringer dann wieder zurückgeschickt in die Mitte. Ja, hier gibt es exakt eine Zone und zwar die Ringseile und dann natürlich den Sturz in die Tiefe, 1,5 Meter tief ungefähr. Ja, da liegen natürlich auch Matten um einen Sturz, der immer wieder vorkommt, manchmal ja freiwillig, meistens allerdings gefördert vom Gegner abzumildern. Ja, und jetzt versucht Bret Hart doch einmal entscheidenden Vorteil zu erzielen, aber Bob Backlund kontert dann eben auch, zeigt, dass auch er ganze Menge Wrestling-Können drauf hat bei diesem Reversal. Ja, und eben Kraft. Ein krachender Whip-In in die Ecke. Jetzt muss er nachsetzen. Jawohl, tut er auch. Nimmt Bret Hart hoch. Ein schöner Bodyslam hier. Es sah fast aus, als wollte er einen Powerslam zeigen, aber er wollte ganz offenbar Bret Hart zeigen, dass er diese Aktionen relativ locker beherrscht. Aber man merkt, Bob Backlund ist am Ende seiner Kräfte. Oh, jetzt wieder ein Cover 1-2. Das war relativ knapp, aber kennen wir Bret Hart natürlich in dieser Unterlage. Da ruht er sich
auch noch aus und nützt wirklich jede Sekunde. Ja, je später der Kickout erfolgen kann, desto besser ist es natürlich, desto mehr überrascht man den Gegner und bringt ihn aus dem Konzept. So, Bob Backlund setzt wieder eine Aktion an. Was wird es sein? Wird er jetzt den Piledriver zeigen, den ich vor ihm schon erwartet habe? Sieht alles danach aus. Nein, er dreht Bret Hart auf seinen Rücken. Eine Kraftaktion von ihm. Überstreckt damit natürlich den Rücken von Bret Hart. Der versucht jetzt, diesen Griff zu lösen. Ja, das fällt ihm auch nicht allzu schwer, denn natürlich hat er mit Bob Backlund da keine allzu großen Probleme. Der ist ja nicht so groß und schwer. Dann ein Backslide, das Cover von Bret. Aber nach Covern führt eindeutig Bob Backlund. Das setzt er wieder an. Vielleicht zeigt er jetzt den Piledriver. Der Ansatz sieht ja ständig danach aus. Und wieder der Backbody-Drop droht zumindest. Dann geht Bret Hart in die Brücke. Aber das Gleiche kann auch Bob Backlund. Ach, wunderschön, wie er sich da hochgedrückt hat. Also seine Kraft immer noch wunderbar. Und du siehst, Günther, der Griff ist immer noch nicht gelöst. Er ist gleich geblieben. Seit ungefähr einer Minute ist der Griff gleich geblieben. Und doch sehen wir fantastische Action. Das Gleiche wie eben, wieder ein Backslide. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein absoluter Spitzenkampf. Keine Frage. Ein fantastisches Match, wie die beiden sich da abtasten. Nach ihrer Fasson das Beste geben. Bob Backlund zweimal die Brücke. Das sollten Sie mal versuchen. Also hier wird, ja, hier wird wirklich gerungen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist schön anzusehen. Natürlich ist es nicht so schnell, wie Sie, liebe Zuschauer, es normalerweise gewohnt sind. Aber es kommen ja immer mal wieder solche Aktionen, speziell von Bret Hart, wie eben dieser Backbreaker. Das Cover 1-2. Aber Bob Backlund, der Überlebenskünstler, kann sich daraus befreien. Toller Kampf. Ja, gerungen wird, und das wollen wir ja nicht vergessen, um die Krone in der World Wrestling Federation, um den Champion-Titel. Und jetzt der Ansatz zum Sharpshooter von Bret Hart, der seinen Titel eben hier verteidigen möchte, behalten will, ganz klar. Aber Bob Backlund hält das Bein fest. Das haben wir von Bret auch schon gegen Owen Hart gesehen. Als Owen versuchte, den Sharpshooter anzusetzen, hat Bret Hart das Bein festgehalten und dann sogar den Sharpshooter verkehrt, hat selbst den Sharpshooter ansetzen können. Aber das schaffte Bob Backlund hier nicht. Ja, ich denke, das wird er auch gar nicht versuchen. Das ist nicht seine Stärke. Oh, das war nicht ungeschickt von Bob Backlund, wenn es geplant war. Da läuft Bret Hart über ihn, da steht er plötzlich auf und somit fällt Bret Hart natürlich und auch gleich ganz nach draußen. Ja, aber Bob Backlund will gar nicht erst abwarten. Er weiß natürlich, er muss seine Gegner, um sich den Champion-Titel zu sichern, im Ring pinnen oder ihn zur Aufgabe bringen. Und deswegen schiebt er ihn auch gleich wieder rein. Das dürfte wohl wieder ein Cover werden. Jawohl. 1-2. Aber Bret Hart kommt raus. Bob Backlund mit letzter Kraft. Ja, beide sind ziemlich angeschlagen. Und jetzt könnte natürlich langsam der Punkt kommen, wo sich die Jugend von Bret Hart bezahlt macht im Vergleich zu Bob Backlund. Ja, Bob Backlund ist 45 Jahre alt. Bret Hart noch nicht. Er ist gute 7-8 Jahre jünger. Aber natürlich, wie gesagt, beide mit immenser Erfahrung. Aber auch beide jetzt von diesem Match gezeichnet. Denn, ob man es glauben mag oder nicht, aber diese langsamen Ringeraktionen sind sehr viel anstrengender als schnelle Wrestling-Aktionen. Ja, da muss man alles mit der eigenen Körperkraft machen. Kann nicht den Schwung der Seile zum Beispiel oder die Schnelligkeit ausnutzen. Alles, wie auch hier wieder das Hochheben, muss man selbst machen. Und dann Konter, Bob Backlund mit einem Small Package. Aber Bret Hart kommt bei zwei wieder raus. Das hat allerdings Bob Backlund offenbar nicht mitbekommen. Doch hat er wohl schon erärgert. Sich auf seine eigene Art. Und dann konnte Bret Hart seinerseits mit einem Small Package und hat Bob Backlund tatsächlich besiegt. Ganz überraschend hat er Bob Backlund besiegt. Bob Backlund glaubte, er habe gewonnen. Doch Bret Hart kontert mit seiner ganzen Routine, seiner täglichen Matches und behält seine Titel. Ja, da kommt auch die Durchsage. Es wird laut, die Musik wird gespielt. Er hat den Gürtel wieder. Ja, Bob Backlund hat einen tollen Kampf geliefert. Fantastisches Match von den beiden. Hat es leider für ihn natürlich und ich glaube für einige Fans, die ihm das gegönnt hätten, nicht geschafft. Auf der anderen Seite behält so Bret Hart den Titel und SummerSlam wird interessanter. Das auf jeden Fall. Aber ich bin sicher, dass Bob Backlund, nachdem er sich jetzt von dieser Enttäuschung erholt hat, man merkt, wie enttäuscht er ist, ein bisschen zornig, wohl auf den Ringrichter. Er glaubte, das Match sei vorbei. Er verlangt vom Ringrichter, dass er das Publikum fragt. Nun, Bob Backlund wird sich mit Sicherheit als fairer Sportsmann erweisen und wird gleich Bret Hart die Hand schütteln. Ja, so sind wir es von ihm gewohnt. Deshalb ist er auch so beliebt. Zwei Sportsmänner stehen sich hier gegenüber. Schauen wir uns das Ganze mal an. Bis zum Händedruck
Ich bin sicher, dass wir den sehen werden und hören dabei Bret Harts neue, wirklich schmissige Musik. Eine Musik der neuen Generation der World Wrestling Federation. Jawohl, da ist der Händedruck, sie umarmen sich. Da wollte Bret Hart, glaube ich, noch Bob Backlund gratulieren, symbolisch zu seinem wirklich tollen Match. Wünscht sich wahrscheinlich auch Bret Hart, dass in dem Alter auch noch so fit ist. Ja, jetzt kann sich Bret Hart noch einmal zusammen mit dem Publikum freuen, kann feiern. Bob Backlund immer noch ein bisschen enttäuscht, aber gut, was soll's. Die faire Geste, die wir von ihm erwartet haben. Und Bret Hart feiert. Bob Backlund, da bietet dem Bret Hart noch einmal die Hand an, will sich offensichtlich noch mal für den schönen, guten Kampf bedanken und Bob Backlund weiß nicht zurecht. Oh, da gibt es eine Ohrfeige von Bob Backlund gegen Bret Hart und er greift ihn erneut an. Was ist denn nur in diesem Bob Backlund gefahren? Das kennt er überhaupt nicht von ihm. Nimmt Bret Hart in den Sleeper Hold. Einen, wäre auch erlaubt, einen Würgegriff, aber natürlich nicht nach diesem Match. Er scheint jetzt wirklich vor Enttäuschung doch zu beben. Unglaublich. Sowas habe ich von Bob Backlund überhaupt noch nie gesehen. Zieht wie verrückt an. Bret Hart jetzt endlich die Offiziellen im Ring. Ja, da ist die Enttäuschung wohl so groß. Er hat irgendwas ausgesetzt, seine Sicherung durchgebrannt. Ja, wahrscheinlich denkt er sich, Mann, ich bin so alt, ich werde nicht mehr lange im Ring stehen. Und vielleicht ist ihm plötzlich bewusst geworden, dass dies seine letzte Chance war, sich den World Wrestling Federation Champion-Titel zu holen. So, jetzt haben die Offiziellen, haben die Ringrichter die beiden voneinander gelöst und Bob Backlund schaut ganz ungläubig auf seine Hände. Sie haben es gerade eben gesehen. Denkt sich wahrscheinlich, Mann, was habe ich da nur gemacht? Das ist doch gar nicht meine Art. Also ich nehme mal an, der wird jetzt in der Umkleidekabine verschwinden und in der nächsten Zeit mal ein bisschen darüber nachdenken, was da in ihn gefahren ist. Ja, dieser Blick spricht Bände. Da hat wohl der Körper was anderes gemacht, als es der Geist wollte. Bei Bob Backlund. Ja, dieser Mann fair vom ersten Augenblick an. Er verkörpert eigentlich, er ist der Inbegriff von Fairness und von Sportlichkeit. Quasi, ja, wie am Anfang des Jahrhunderts, als das noch gang und gäbe war. Er hat oft genug Lehrgeld bezahlen müssen, deshalb. Aber diesmal war er der Unfairere. Nun gut, er hat Zeit zu überlegen. Bret Hart wird sich erholen und wir kommen zum SummerSlam Report. What the heck got into Bob Backlund? Crazy slapping the hitman after a match like that? Ja, wir merken, dass auch Todd Pettengill ziemlich, ja, sagen wir mal, durcheinander ist aufgrund dieser Aktion von Bob Backlund. Aber er wird sich wahrscheinlich jetzt gleich dem SummerSlam zuwenden. Superstars, I'm Todd Pettengill. In the States, SummerSlam is set for August the 29th. That is a Monday night. Ja, er gibt uns nochmal das Datum bekannt des SummerSlam. Natürlich die Ausstrahlung in den Staaten, die Live-Ausstrahlung bei uns. Sie wissen es, am 17. September um 22:35 Uhr geht's los. Ein Samstagabend wird sicher eine lange, schöne Nacht. Ja, wir haben gerade eben noch erfahren, dass sich also der Beginn dieser Veranstaltung im deutschen Fernsehen, natürlich bei RTL 2, um 5 Minuten verzögert. Also 22:35 Uhr am 17. September. Und wir haben eben gerade die Grafik gesehen für das Stahlkäfig-Match um den Titel zwischen Bret und Owen Hart. Receiving the respect and admiration from everyone that you rightfully deserve. Ja, Jim the Anvil Neidhart sagt, endlich hast du das erfahren, was dir zusteht, die Ehre, die Anerkennung. Du darfst um den Champion-Titel kämpfen. Ja, und Owen Hart gießt noch ein bisschen Öl ins Feuer, indem er sagt, wir wissen natürlich alle, was für ein Feigling Bret Hart ist. Er sagt, du bist zwar etwas größer und
schon etwas älter, aber du hast das immer eingesetzt, um mich unten zu halten. Das sind natürlich Sprüche, die wir schon gut kennen. But I started getting bigger. I learned to fight back. And there came a point where I would beat you so bad, you were begging and you were clamoring and you were crawling to get out. Er ist natürlich größer geworden und allmählich besser als Bret Hart. Auch das kennen wir. Gut, er hat ihn einmal besiegt, aber die Frage ist, wie wird er das nochmal wiederholen wollen? Na, er sagt, er habe ihn dann auch, während die beiden aufgewachsen sind, später immer häufiger besiegt. Und jetzt würde er beim SummerSlam sich den Titel von Bret Hart holen. Also ich habe da noch so meine Zweifel. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. I am the King of Hearts, and when the smoke clears and everything is done in this vicious battle between you and me, I will not only be the King of Hearts, but I will be WWF Champion, brother. Okay, folks, the second half of the double main event pits The Undertaker against The Undertaker. Is this incredible? When I think about two Undertakers in one ring, I get chills. And later on, we hope to get another report from nicht anders als uns. Leslie Nielsen, wenn man dann denkt, zwei Undertaker stehen sich gegenüber, kann einem schon mancher Schauer über den Rücken laufen. Ja, da muss ich mich der Meinung von Todd Pettengill anschließen, absolut. Und wir werden natürlich später noch von Leslie Nielsen hören. Und wir haben es vorhin schon erwähnt, im ersten Match des heutigen Abends. Natürlich geht es auch um den Intercontinental Champion-Titel. Diesel stellt ihn gegen Razor Ramon aufs Spiel. Ein unglaublich interessantes Match. Und wir haben ein weiteres Match, Günther. Ja, Lex Luger gegen Tatanka. Die beiden haben sich ja von dicken Freunden doch ein bisschen entfernt inzwischen. Zumindest Tatanka sagt, dass er ist nicht mehr der Freund von Lex Luger. Ja, und es hat sich noch etwas zugetragen in Monday Night Raw. Wir zeigen Ihnen jetzt Ausschnitte noch einmal davon, denn Ted DiBiase ist immer wieder in den Mittelpunkt getreten. Nikolai Volkoff, you could never, ever in your ja, Sie sehen Geld, das der Million Dollar Man aufs Spiel gesetzt hat. Er hat gesagt, er hat Nikolai Volkoff, Tatanka hatte Nikolai Volkoff besiegt in einem 10.000-Dollar-Match. Der Million Dollar Man war sich so sicher, dass Tatanka verlieren würde. Jetzt muss er die Kohle rausrücken. I can beat your Lex Luger on my worst day. Ja, und dann sagt er, Tatanka, ich kann deinen Lex Luger jederzeit besiegen. Und da ist er auch, Lex Luger. Ja, ich kann ihn an meinem schlechtesten Tag besiegen. Are you challenging me? Do you really Alex Luger, das war eben die Situation, die dann zu diesem Match geführt hat. Er sagte, willst du mich herausfordern? Dann sag's. Und Tatanka wiederholt, das ist genau das, was ich sagen wollte. Jederzeit, überall, ich fordere dich heraus. Und er sagt, Lex Luger entgegnet darauf, Tatanka, bestimme du einfach, wann das Match stattfindet. Nun, wir wissen es jetzt beim SummerSlam 94. Sold out and became part of Ted DiBiase's corporation. The only way to find out is to stay tuned and keep your eyes on. Ja, Todd Pettengill sagt das ganz richtig. Es ist einfach noch nicht sicher, ob Lex Luger sich wirklich verkauft hat. Wir auf jeden Fall werfen jetzt einen Blick zurück, auch auf die letzte Ausgabe von Monday Night Raw. Adam Bomb trat gegen Yokozuna an. Dann kam plötzlich Harvey Whippleman mit seinem Schützling Kwang. Der griff in das Match ein und jetzt ist der Krach so richtig am Boden. Ja, Kwang und Adam Bomb, ehemals beide Schützlinge von Harvey Whippleman, und der hat sich dann auf eine Seite gestellt. Wie man sieht, auf die von Kwang, und die beiden umarmen sich jetzt auch. Wenn auch unfreiwillig. Es scheint also so zu sein, als würde sich Adam Bomb langsam eines Besseren besinnen, Günther. Günther, so muss man es doch eigentlich sagen, oder? Ja, ich sehe das auch als einen Schritt in die richtige Richtung von Adam Bomb. Ja, ich habe das schon auf der letzten Tournee gemerkt. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Dabei muss man allerdings auch recht vorsichtig sein. Dieser Junge hat ein ziemlich aufbrausendes Temperament, aber er ließ durchblicken, dass er seine Situation mal ein bisschen überdacht habe, dass er sich offenbar eines Besseren besonnen hat, und vor allen Dingen ließ er wirklich nur Schimpfkanonaden zum Thema Harvey Whippleman und zum Thema Kwang hören. Und er sagte, vielleicht habe ich mich da von den falschen Leuten beeinflussen lassen. Vielleicht ist es besser, ich ändere mich. Und das scheint auch der Fall zu sein. Ja, wie weit es damit her ist, werden wir jetzt gleich sehen können. Das kann man sehr oft natürlich auch am Kampfstil erkennen, wie die Einstellung eines Wrestlers ist. Ja, ich glaube, man hat es schon erkannt daran, dass halt eben Adam Bomb sich mit Yokozuna angelegt hat. In letzter Zeit hat er ja auch einige Leute
wie sagt man so schön, vor die Fäuste bekommen, die eher zu den unbeliebten Menschen gehören. Und wie gesagt, das habe ich ja schon in einer der vergangenen Sendungen angesprochen, er hat sich doch recht beeindruckt und auch erfreut gezeigt über den Zuspruch der Fans. Denn hier in Deutschland genießt Adam Bomb einen ja, ziemlich guten Ruf. Die Fans mögen ihn, malen sehr aufwendige Plakate wie für fast sonst niemanden. Und das hat ihn, muss ich sagen, gefreut. Er hat es mir tatsächlich so gesagt. Er hat gesagt, mich freut, dass die Fans so etwas machen. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen etwas anderes unternehmen mit mir selbst. Ja, freuen kann man sich zumindest an seinen Aktionen. Also verständlich, dass er viele Fans hat. Sehr groß, sehr kräftig und trotzdem hat er ein Technikrepertoire wie wenige. Ja, hier zeigt er zum Beispiel einen sehr schönen Hip-Toss gegen seinen Gegner Joey Solins. Er hat natürlich unglaubliche Kraft. Dieser Adam Bomb ist wahnsinnig groß. Deswegen war ich auch so vorsichtig, als ich mit ihm gesprochen habe. Denn wenn man vor ihm steht, oh Mann. Ja, und trotz dieser Größe kommt er mit dem Dropkick praktisch waagerecht in die Luft. Muss man sich mal vorstellen, aus dem Stand springt er da hoch. Also unglaublich. Wirklich ein durchtrainierter Athlet. Also ich hoffe ja, dass er wirklich sich eines Besseren besinnt. Jetzt zeigt er uns hier übrigens einen Crutch Slam. Und ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass er mal irgendwann gegen Diesel antritt. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Die Musik, die wir hier hören, ist seine Siegesmusik. Denn er hat dieses Match gewonnen. After a double countout ended Double J's match with the 1-2-3 kid, the madman from Music City once again used a sneak attack to put the kid on his back. The 1-2-3 kid. He was denied his revenge against the devious Double J when their battle ended prematurely. Now he's demanded one more chance to seek retribution. Jeff Jarrett battles the 1-2-3 kid. Next week on WWF Superstar. Ja, nach diesem Programmhinweis werden wir gleich den Undertaker in Action sehen, und zwar den von Million Dollar Man Ted DiBiase, aber zuvor Leslie Nielsen. He was taken away in his prime and walked where no other man has been. Now, he has returned. That's right. I'm back. It's me. I'm in the cupboard. You solve the mystery of the Undertaker because I'm a man with no fear. I have seen a light. What was that? Fellas. The lights? It's scary in here. Come on, fellas. Die Macht hat immer und überall, wo er erscheint, die Lichter auszumachen.
Ja, also wenn Paul Bearer tatsächlich den richtigen Undertaker hat und Teddy Bears irgendwas anderes, dann würde ich an Paul Bearers Stelle erstmal darauf dringen, dass dieser Undertaker die Musik nicht benutzen darf, sondern dass er sich eine eigene einfallen lassen soll oder was auch immer. Nun, wie dem auch sei, der Undertaker hat es jetzt mit Matt Hardy zu tun. Und Matt Hardy, ein sehr großer Mann, wenn man sich vorstellt, wie groß dieser Undertaker ist. Matt Hardy nicht viel kleiner. Ja, wir sollten ihn vielleicht mal im Vergleich zu anderen Wrestlern sehen. Aber da muss er natürlich klein ausschauen gegen den Undertaker. So, Ted DiBiase lacht, wer auch immer im Ring steht. Die Aktionen sind die des Undertaker. Ja, und vorhin haben wir ja das Promo gesehen für nächste Woche. Da sehen wir das dritte Match zwischen dem 1-2-3-Kid und Double J, Jeff Jarrett. Sie haben ja beide Matches gesehen beim King of the Ring und auch letzte Woche. Beide keine definitive Entscheidung. Ich hoffe, dass es jetzt im dritten Mal eine klare Entscheidung gibt. Und ich wünsche mir auch zugunsten des Kid. Ja, und ohne Nachspiel von Double J, denn der Kid hat ja zweimal gewonnen, wurde zweimal nach dem Kampf angegangen von Double J, der offensichtlich ein äußerst schlechter Verlierer ist. Ja, das wissen wir ja inzwischen auch. Aber Günther, ist dir eigentlich aufgefallen bei Adam Bomb, dass das Publikum gejubelt hat? Also offenbar scheint sich das auch bis nach Amerika rumgesprochen zu haben. Also wir werden uns diesen Adam Bomb und seinen Sinneswandel genauer betrachten. Genauer betrachten brauchen wir uns diesen Matt Hardy nicht mehr, denn er hat verloren. Der Undertaker hat gewonnen, ein ganz leichter Kampf. Und wir haben jetzt noch einmal die Daten der Heart Attack Tour für Sie in einer schönen Grafik zusammengefasst. Viel Spaß! Hitman Hart and the Macho Man Randy Savage team up for a battle with the Hart family members, the King of Hearts, and the maniacal Jim the Anvil Neidhart. And the unearthly Undertaker clashes with the massive Yokozuna in a casket match. Catch the action of the WWF Heart Attack Tour when it comes to an arena near you. Ja, Sie haben es gesehen, liebe Fans der World Wrestling Federation, da ist den Amerikanern ein kleiner Fehler unterlaufen. Höchstwahrscheinlich dachten sie, wir seien schon im September, dabei sind wir ja noch im August. Und deswegen verweisen sie schon auf diese Woche. Wenn sie da einen Monat dazu rechnen, dann stimmt's wieder. So ungefähr. So jedenfalls. Ungefähr, genau. Ja, da waren sie so begeistert, dass sie es gleich rechtzeitig angekündigt haben. Ja, wahrscheinlich waren einige World Wrestling Federation Superstars so voreifrig und haben gesagt, wir wollen endlich wieder nach Deutschland zurück. Also kommt, macht mal die Grafik da rein. Nun ja, das kann mal passieren. Irren ist menschlich. Gibt's auch einen blöden Witz dazu, aber das lassen wir erstmal bleiben. Den lassen wir bleiben. Wir sehen auf jeden Fall jetzt Razor Ramon, der ja gerne wieder Intercontinental Champion werden möchte. Schaut erst einmal dem hübschen Mann in der Draw Mädchen hinterher und wird sich dann seinem Gegner zuwenden, Barry Horowitz. Und der ist ja nun nicht irgendwer. So. Er muss natürlich erst noch sein Gold abgeben, wird da wieder seine Warnung aussprechen, beziehungsweise inzwischen ist es ja hinlänglich bekannt, das Spielchen, wer auch immer seine Ketten aufbewahren darf während des Kampfes, ist auch dafür verantwortlich. Und sollte denen etwas passieren, naja, dann geht es demjenigen sicher schlecht. Ja, das sagt er zwar, aber er lacht selbst dabei, denn er weiß natürlich ganz genau, dass die Offiziellen auf seine Klamotten aufpassen. Ja, ich denke, das Gefährliche dann, was dann passieren wird, dürfte ein Wurf mit dem unheimlich gefährlichen Zahnstocher sein. Ja, ganz genau. Das ist vielleicht das Einzige, was dieser doch sympathische Exil-Kubaner jemandem antun würde. Außerhalb des Rings natürlich. Ganz genau, im Ring will er natürlich einen Sieg davontragen. Barry Horowitz, wie gesagt, sein heutiger Gegner. Das Publikum brüllt natürlich sofort Razor, Razor. Und Razor reagiert sehr cool darauf, wie üblich. Ja, Barry Horowitz, du hast gesagt, kein Unbekannter. Ein Mann, eine Stufe, eine Sprosse vielleicht unter den absoluten Superstars. Aber
Er hat schon seine Fans, beziehungsweise keine Fans, also richtig beliebt ist der nicht. Ja, also er hat auch offenbar sehr gut trainiert, denn seine Figur wird immer besser mit fortschreitendem Alter. So, jetzt ein Armdreher von Barry Horowitz, der kommt aus St. Petersburg, Florida. Also die russische Variante. Ja, also zwei Nachbarn treten hier gegeneinander an. Miami liegt an der Ostküste Floridas und St. Petersburg an der Westküste. Aber wenn man Florida kennt, da sind es gerade mal 50 Meilen dazwischen. Tja. Also knappe 80 Kilometer. Ja, ist sehr schön. Da kann man also den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang von zwei Küsten an einem einzigen Tag ganz locker erleben. Ja, ich glaube, wenn Razor so weitermacht, dann wird dieser Herr aus St. Petersburg, Florida, nur den Sonnenuntergang erleben, nicht mehr großartig den Aufgang. Ja, zumindest die Lichter werden ausgehen für ihn hier in der Halle. Wir hoffen natürlich alle, dass wir den Razor's Edge zu sehen bekommen. Aber soweit ist es noch nicht. Daher ist eben der Gegner nicht leicht genug momentan. So, jetzt setzt sich Barry Horowitz doch besser in Szene, glaubt man, aber Razor dachtest ist einfach, du? Genau, Razor ist einfach nur stinksauer und lässt da mal die Hand kreisen. Da dachte auch ich, dachten auch die Fans, und noch einmal kommt er, da dreht er sich schon weg. Keine Chance für Barry Horowitz, da sieht man, welche Kraft er auch hat. Dieser Razor Ramon, ja, jetzt kann er sich spielen. Ja, Barry Horowitz wird gefragt, ob er aufgibt. Er sagt natürlich nein, das ist ganz klar. Und Razor weiß um die Stärke von Barry Horowitz, deswegen erwartet er wahrscheinlich auch gar nicht, dass er aufgibt. Aber er grinst in die Kamera und sagt, ach, was soll ich jetzt mit dem Typ machen? Ja, mit seinem Gegner letzte Woche hatte er da Probleme, da konnte er keine Haare durchwühlen. Barry Horowitz ist da wesentlich angenehmer für ihn. So, ja, jetzt geht's nach unten. Single Leg Trip und erneut spielt Razor mit Barry Horowitz. Und der ist natürlich jetzt stinksauer, wird wahrscheinlich jetzt versuchen, sich besser in Szene zu setzen. Das gelingt ihm auch. Ein Knee Lift, die Hand und dann der Rückenkratzer. Noch ein kleiner Disput mit dem Publikum. Aber Razor ist zu sauer, zu lange, lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Jetzt nimmt der Barry Horowitz hoch, zeigt den Follow-Away Slam, sehr schön gemacht. Sehr schwungvoll auch, der sitzt ganz genau. Jetzt dieser Blick, die Geste und das Ende naht. Das auf jeden Fall. Er will dieses Match jetzt beenden, aber er schaut erst noch einmal nach. Na, Barry, alles okay? Er wird wahrscheinlich sagen, na, Barrychen, alles okay? Und ein Small Package, 1, 2, 3, ho, diesmal beendet er sein Match anders. Nun gut, dieses Match ist gelaufen, aber ich sehe noch einmal Leslie Nielsen, bevor diese Sendung zu Ende ist. Detectives log, one of the most mysterious superstars of the WWF is missing, and they've come to me as the one man with the ability and the know-how to find him. The one man, they say, who can track down anything. To locate missing persons requires organization, discipline, intelligence. But the most important thing of all is, Dominic's? Send it right up. The most important thing of all is never going to work on an empty stomach. Now, where'd I put my pen? Yes! Pizza. Now put it on the desk. Boy, it suddenly got cold around here. Ja, mit Sicherheit wird diese Saga weitergeführt werden, wenn Leslie Nielsen seine Fähigkeiten spielen lässt. Dann ist mit Sicherheit jeder Verbrecher vor ihm sicher. Wir kommen zur Vorschau für nächste Woche. Ja, wie gesagt, der 1-2-3-Kid zum dritten Mal gegen Double J, Jeff Jarrett. Ja, aller guten Dinge sind drei, denken wir uns. Und Heartbreak Hotel, dort sehen wir Lex Luger. Bin mal gespannt, was er zum Thema Tatanka zu sagen hat. Und natürlich zum Thema Million Dollar Man Ted DiBiase. Das war's für diese Woche. Wir verabschieden uns bis zum Mittwoch. Da gibt's dann auch ein tolles Tag-Team-Match. Das werden Sie dann sehen. Tschüss, bis dann.